Musik ist die Sprache der Seele, sagen die einen. Musik ist eine Ausdrucksform, die ja eine ganz spezielle Sprache spricht, die Erinnerungen weckt, die Bilder darstellen lassen in unseren Köpfen und Gefühle entwickeln lassen in unseren Herzen. Sie ist eine Ausdrucksform, die wesentlicher ist denn je, wie ich finde, aber auch damals in tiefen und schweren Zeiten immer gewesen ist. Die Klassik ist kein musikalischer Bereich, der stiefmütterlich behandelt werden darf und auch nicht wird, ganz im Gegenteil. Es ist eine Kunst, die jeden jeglichen Alters berührt. Und ich darf heute einen Gast begrüßen, der für mich ganz persönlich eine Art Genie der klassischen Szene darstellt und eine Ausdrucksform entwickelt hat, die, wenn ich das so sagen darf, Herr Stadtfeld, herzlich willkommen erst einmal, die sehr speziell ist und eine ganz eigene Sprache darstellt, dass Sie die Kunst des Spielens beherrschen, das haben Sie längst bewiesen, aber eine ganz neue Welt eröffnet haben, das ist eine sehr subjektive Ansicht meiner Person sicherlich, aber auch vieler, vieler andere. Viele Menschen möchten Sie sehen, möchten Sie hören und erleben und das, erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie in meiner Sendung sind. Ja. Freut mich sehr. Sie sind Pianist und gar nicht mehr so unbekannt als Pianist, wenn ich das auch so sagen darf. Man hat Sie europaweit erlebt, auch im asiatischen Bereich sind Sie sehr gefragt. Und ja, wie sind Sie zur Musik gekommen, Herr Stadtfeld? Ja, eigentlich eher zufällig. Ja, meine Eltern spielen beide kein Instrument. Ja, was ungewöhnlich ist, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, da ist es üblicherweise so, dass entweder beide Eltern Profimusiker sind. Genau, genau. Oder zumindest einer von beiden und daher diese Verbindung dann entsteht. Das war bei mir nicht der Fall. Mein Vater ist Tierarzt in der Verwaltung, also ist jetzt in Pension. Und meine Mutter hat uns ich habe noch drei Geschwister großgezogen, ganz traditionell, ist sie eben zu Hause geblieben. Und meine Mutter liebt Musik sehr und hat immer sehr viel klassische Musik gehört. Ja. Insofern, bei uns liefen dann immer die Schallplatten früher und dann später die CDs mit den Karajan-Aufnahmen und den schönen Emil Gilels-Aufnahmen der Beethovenschen Klavierkonzerte. Und insofern war das ein Klang, der mir vertraut wurde. Ja. Und auch so eine Atmosphäre zu Hause geschaffen hat, oder? Also ich erinnere mich bei uns zu Hause an Sonntagmorgen, wo auch im Fernsehen diese Konzerte gespielt wurden, die eine Atmosphäre geschaffen hat, die mir sehr viel bedeutet haben und auch eine Ruhe gebildet haben bei uns zu Hause. Richtig. Es ist ja so, dass man sich jetzt in der frühen Kindheit nicht an spezifische Ereignisse oder nur sehr wenig erinnern kann, aber man erinnert sich an ein Gefühl und es ist in der Tat so, wie Sie das beschreiben. Die klassische Musik gehört ein bisschen zu meinem Gefühl der Kindheit dazu. Ja. Und sie bringt mich auch immer wieder ein bisschen in auch die Seelenräume meiner Kindheit. Ja. Wenn ich sie erlebe, wenn ich sie ausübe, wenn ich sie einfach auf mich wirken lasse, es sind immer, wie Sie das eben schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, sind Räume, die aufgehen und auch Erinnerungsräume. Und es hat ganz viel mit meiner tiefen Seele und mit meiner Kindheit zu tun. Und so lief die Klassik bei uns. Und ich habe da immer schon sehr früh auch wohl ganz bewusst zugehört. Ja? Also ich konnte das auch gar nicht so dann einfach nur laufen lassen, sondern ich habe dann gelauscht, auch als sehr, sehr kleines Kind schon. Das war dann wohl auffällig, dass ich immer zuhören wollte und dass ich mich auch, jetzt wo wir gerade darüber sprechen, erinnere ich mich, dass ich mich auch geärgert habe, wenn an bestimmten Stellen dann geredet wurde. Unterbrochen, gestört wurde. Ich dann eigentlich genau an dieser Stelle, geht mir heute noch so, dass ich mich dann... Dass dieser Geist wirklich gestört wird in diesem So eine Unterbrechung einer ganz wichtigen Passage, an einem Übergang, wo man lauschen muss, gebannt lauschen muss. Und da hat ja, wie Sie wissen, nicht jeder Verständnis für. Aber ich hatte das als Kind schon sehr stark, dieses Sensorium dafür, dass man an bestimmten Stellen nicht stören darf. Genau, das ist auch so, weil eben eine, man tritt ein in ein, also erstens glaube ich, dass musikalisches Talent auch etwas mit Intelligenz zu tun hat und es hat etwas mit dem Geist zu tun und man tritt ein in eine Welt, ich erinnere mich, als ich Kind war, und es mag sich vielleicht merkwürdig anhören, aber für Sie ja nicht so. Es gab Gustav Mahler Bilder in der Ausstellung und da habe ich
Ich habe das gehört und dazu gelesen. Und es war für mich so faszinierend, dass ich das Lesen, Hören, Spüren und dann die Bilder im Kopf erschaffen konnte. Und das war etwas, was eine Welt eröffnet hat. Da, wo andere sagen, ich habe Kinofilm kennengelernt, ist das eine ganz spezielle Ebene gewesen, einzutreten und zu sagen, da wird erzählt, da wird etwas erschaffen in mir, wie ein Buch lesen, nur auf eine andere Weise. Darf ich das so sagen? Das finde ich genauso. Deswegen ist ja natürlich auch die Verbindungsebene zwischen der Kunst und der Literatur und der Musik sehr stark, weil sie also für mich eine sehr wichtige auch zwischen Lyrik und Musik, wo man manchmal das Gefühl hat, man liest und hört im Inneren Musik dazu, oder es sind ähnliche Räume, die sich auftun, das sind starke Verbindungen. Und wenn dann jemand spricht, dann tut mir das fast weh. Ja. Das ist ein, also dieser wundervolle Prozess wird unterbrochen, ja, und der Geist geht weiter in der Musik, ja, man weiß, wie es weitergehen würde. Ja, genau. Und das ist ein... Ja, es sind ja auch fast sakrale Momente dann, die ich persönlich auch im Konzert immer wieder anstrebe. Also weniger das Überwältigende, was natürlich auch bei Musik immer wieder dazugehört, auch dazugehören muss, um auch immer wieder auch Spannungen abzubauen. Mhm. Ja, das ist für mich der Aspekt, den das Überwältigende auch manchmal haben muss in der Musik. Mhm. Das heißt, diesen virtuosen Aspekt, den muss man auch immer wieder auch... den darf man gar nicht so abtun, sondern der hat eben auch spannungsentladende Funktion oft genug, weil sich in diesem sakralen Moment, so empfinde ich es fast, oder zumindest spirituellen Augenblick, auch sehr viel Spannung aufbaut im Interpreten und im Hörer. Und da gibt es Momente, die wirken dann fast heilig, ja, die dann in großer Musik, und das wird auch kollektiv, Gott sei Dank, so empfunden, in besonderen Interpretationen, in besonderen Momenten, wenn dann ein großes Publikum, 2000 Menschen, plötzlich die gleiche Empfindung haben an einer Passage, dass etwas ganz Besonderes, Zerbrechliches fast geschieht. Und das Wunderbare an der klassischen Musik ist, dass jeder Einzelne, der zuhört, der rezipiert, seinen Anteil am Gelingen hat. Ja? Und das muss auch jedem bewusst sein, dass ein kleines Momentum könnte das zerstören. Mhm. Ja? Und das ist in dem Moment auch allen Menschen bewusst, allen 2000. Ja, ja, das sind so die wundervollen Aspekte. Eine gute Freundin von mir ist Konzertmeisterin im Gürzenich-Orchester, und ich erlebe schon diesen Perfektionismus darin, aber auch den Druck, der dahinter steht. Wer so eine starke Ausdrucksform und Perfektion innehat und diese Bühne so lebt, muss gesund sein, muss präsent sein. Und das empfinde ich im Alltagsleben manchmal sehr schwer und sehr druckbesetzt. Erleben Sie das auch für sich persönlich so vor den von manchen Auftritten, dass es manchmal gar nicht so leicht ist? Der Druck ist da. Der begleitet einen auch das ganze Leben. Und es ging ja ganz früh los. Ich habe dann mit 9 Jahren meine ersten Konzertauftritte gehabt. Mein erster Klavierlehrer, leider verstorbene Hubertus Weimer, ein wunderbarer Lehrer. Ich bin auf dem Westerwald, ganz ländlich aufgewachsen. Der war Chorleiter. Chorleiter, Organist und... Ja, aber Laienchorleiter eben. Ja. Das heißt, der hat aus Laienchören, also aus Menschen, die in ihrem Alltagsleben ganz verschiedenen Berufen nachgingen und sich dann freitagsabends getroffen haben, um zu singen und hinterher gesellig beisammen zu sein, aus solchen Chören hat er Spitzenchöre geformt, weil er die gepackt hat, und der hat die zu Leistungen angetrieben, wie man Menschen nur antreiben kann, wenn man sie euphorisiert. Ja. Ja. Und er war ein wunderbarer Klavierlehrer, eben kein Pianist, der war jetzt kein großer Virtuose, überhaupt nicht, der konnte gar nicht so gut spielen, aber ein wunderbarer Lehrer, der hat mir die Musik eröffnet und hat eben auch dann mich auftreten lassen bei diesen Chorkonzerten auf dem Land, ja, im Westerwald. Es waren immer ganz wichtige Ereignisse, wenn die Chöre dann ihr Herbstkonzert hatten, da habe ich dann gespielt mit 9 Jahren, Wut über den verlorenen Groschen, Bach, Präludium und Fuge, Chopin, Walzer, was auch immer. Und da habe ich ja ganz früh kennengelernt, wie das ist, dass der Druck da ist und wie man mit dem leben muss und wie man mit dem umgehen muss. Und dass man das immer nur bis zu einem bestimmten Punkt kann und dass man dann auch loslassen muss. Ja, dieser Perfektionismus, den kann man immer nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Vorbereitung leben. Ja.
Aber ist es nicht so, dass in den jungen Jahren eine Leichtigkeit, dass man eine Leichtigkeit innehat, die mit den Jahrzehnten ein wenig nachlässt? Ja. Also dass eben die, ja, dieses, der denkende Prozess und ja. der Anspruch in einem wächst. Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen, genau. Mhm. Genauso empfinde ich es auch. Der Druck wird eigentlich größer. Genau, ja. So, wie der Druck insgesamt im Leben größer wird, ja, oder genau. den Druck, den man sich macht, der wird stärker. Die Angst zu scheitern wird größer. Ja. Und das ist etwas, was jeden Menschen betrifft mit voranschreitendem Alter. Die Leichtigkeit der Kindheit und die Jugend, die geht einem verloren. Man sehnt sich manchmal nach dieser Leichtigkeit, nach dieser Freiheit, ja, das ist, die man da eher mal empfunden hat. Man muss aber immer wieder versuchen, damit zu leben, und das kann man eigentlich nur aus meiner Erfahrung, indem man immer wieder auch loslässt. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich mich vorbereite auf ein Konzert, das ist ein Prozess, der zieht sich, wenn es ein neues Programm vielleicht ist, neues Repertoire, der zieht sich über Monate, manchmal anderthalb, zwei Jahre hin. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Brahms Klavierkonzert das erste Mal spiele, habe ich jetzt das zweite Klavierkonzert von Brahms, habe ich jetzt auf dem Pult stehen, seit langer Zeit, und werde ich dann im Sommer das erste Mal spielen. So, das ist einfach ein langwieriger Prozess, in dem bereitet man sich vor, immer wieder intensiv. Aber wenn man dann tatsächlich auf die Bühne geht, dann muss man sich auch sagen, jetzt fallen lassen. Genau, ja. Ja, loslassen, ja, und jetzt nicht weiter festhalten. Oder ich habe im Moment recht viele, das Unterbewusstsein schickt mir im Moment recht viele Träume nachts, wo ich dann spiele, ohne genau zu wissen, was ich spiele, und plötzlich feststelle, das ist eigentlich gut so. Mhm. Die Freiheit wiederzugewinnen, auch die Freiheit der Improvisation, tatsächlich, ja, tatsächlich zu improvisieren und nicht nur Vorgegebenes. Und das ist etwas ganz Schönes, das wieder zu erlangen durch neue Gedanken, durch neue Prozesse, die in einem passieren. Denn das eröffnet, also wirklich rauszugehen, ich kenne das ja jetzt auch in meinem Bühnenprogramm, und man geht wirklich diese Stufen hoch und, und raus, und dann ist man draußen. Und ich glaube, diesen eigenen Raum eröffnen mit dem Publikum und dann bei sich zu bleiben und zu sagen, so, und jetzt mache ich das, was mich ausmacht. Eigentlich mehr denn je bei sich zu sein, paradoxerweise in diesem Moment, obwohl man vor einem großen Publikum spielt, ganz in sich hinein zu tauchen. Also das ist ja auch das Herrliche an der Musik. Es gibt Werke der klassischen Musik, insbesondere die Musik von Bach, die ist eben so ganz intim, fragil. Da sehe ich oft vor mir, dass ich sie eigentlich gar nicht am Steinway spiele, sondern an einem Klavichord, an Bachs Lieblingsinstrument, das so ganz zart besaitet war, im wahrsten Wortsinn. Und vielleicht nur so eine Kerze flackert in der Zimmerecke. Und man spielt so diese Musik ganz für sich und hält Zwiesprache mit sich selbst. Ja. Ich habe Sie, wenn ich das so sagen darf, auch so im Konzert so empfunden. Sie sind in Ihrer eigenen Welt verbunden mit diesem Instrument. Man könnte wie eine Glasglocke darüber legen, und ich glaube, da könnte eine Bombe explodieren. Ich wüsste nicht, ob sie austreten würden aus dieser Welt. Und das hat mich, als ich sie damals gehört habe, sehr berührt. Denn es ist ja nur möglich, diese tiefe Ausdrucksweise zu erschaffen, wenn man so bei sich bleibt und wenn man in diesem eigenen Gefühl und in den eigenen Bildern die Schaffenskraft findet. Das ist etwas sehr Besonderes. Ja, Glaskuppel ist tatsächlich auch so ein Bild, was ich manchmal habe, wie so ein Kokon, der wie so ein Schutz. Wie so ein Schutz fast, der um mich ist, als würde die Musik mir auch so einen Schutzmantel geben, also mich auch bergen und schützen, obwohl ich sie selber produziere. Auch das ist ein wunderbares, paradoxes Element beim Musikmachen. Man macht sie zwar, die Musik, man gestaltet sie, aber sie macht auch etwas mit einem in dem Moment. Darauf hat man nur begrenzt Einfluss, und sich dem auszuliefern, ist etwas Wunderschönes. Im Konzert dann plötzlich das Gefühl zu haben, jetzt spiele ich gar nicht, sondern es passiert etwas mit mir. Ich fange an zu schweben, ich mache gar nichts mehr, ich bin gar nicht mehr aktiv, ich lasse einfach los, und die Musik nimmt mich an der Hand. Das sind die schönsten Momente. Es ist auch nicht so, dass das jetzt immer so ist im Konzert, dass das zwei Stunden lang so ist, dass man völlig weg ist. Aber wenn diese Momente erreicht werden und passieren, sind es besondere Momente, sind besonders beglückende Momente. Und es sind diese Momente, wo man spürt, dafür lohnt sich
nicht die Arbeit, davon spreche ich gar nicht. Dafür lohnt es sich zu leben. Genau, alles, ja. Mhm. Für diesen Moment, weil der fühlt sich so sinnvoll an. So eine Gnade, das empfinden zu dürfen, das haben sehr wenig Menschen. Es ist, man muss sagen, es ist ein großer Prozess im Vorfeld notwendig, diesen Moment zu erreichen. Den kann man auch erreichen in einer Studio-CD-Aufnahme. Was erstmal total künstlich ist von der Situation. Man ist in einem Studio, man hat die Mikrofone, man ist kein Mensch im Zimmer. Mhm. Ja. Der Tonmeister sitzt in einem anderen Raum, über den ist man nur per Mikrofon, mit dem ist man nur per Mikrofon verbunden. Also erstmal eine sehr, sehr künstliche, unmenschliche Situation. Und dann trotzdem auch da dimme ich das Licht runter, bin irgendwann ganz eins mit dem Instrument, was ich perfekt eingestellt habe für mich und fühle mich dann auch wieder in diesem Schutzraum mit der Tastatur unter meinen Fingern und der Musik, die dann so, wie ich sie mir wünsche und irgendwann von mir Besitz ergreift. Ja? Und dann tauche ich ab in so einer Aufnahme. Und wenn man sich irgendwann da hineinarbeitet, kommt auch der Moment, dass man plötzlich schwebt. Und das Schöne an diesen Momenten ist, man hat keine Angst mehr. Mhm. Man hat keine Angst mehr zu scheitern und man denkt nicht mehr darüber nach, ach, ist das jetzt vielleicht der richtige Take oder ist das jetzt vielleicht, bin ich jetzt da, wo ich hin möchte, sondern man spürt auf einmal eine Gewissheit, eine Sicherheit. Das, was ich jetzt gerade spiele, das wird der Hörer, der Musikliebhaber wird es genauso hören. Und dieser Gedanke macht einem keine Angst mehr, so nach dem Motto, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, sondern der trägt einen. Der trägt einen hinein in noch weitere Höhen, die dann unbeschreiblich sind. Ja, die einfach wundervoll sind. Ja. Ja, weil man dann, man ist völlig im Einklang mit sich selbst. Und man ist von einer tiefen Zufriedenheit in diesem Moment erfüllt, ja. Bis man das erreicht, bedeutet jahrelange Disziplin, harte Arbeit, das darf man sagen. Oder sind Sie so ein Genie gewesen, dass es Ihnen sehr schnell, sehr leicht gefallen ist, zu spielen und dieses Instrument wirklich zu beherrschen? Harte Arbeit ja, aber vieles ist mir leicht gefallen, das muss ich sagen. Also die Affinität zum Instrument, zum Klavier, ich wollte ja auch immer Klavier spielen, ich wollte kein anderes Instrument spielen. Und es war immer, als meine Eltern mich fragten, als ich 6 war, möchtest du ein Instrument spielen? Mhm. Ja, Klavier. Ja. Mhm. Und die Affinität zu dem Instrument Klavier, einen Ton anzuschlagen, dem Ton nachzulauschen, ja, der Veränderung des Tones nachzuspüren, das habe ich schon als Kind gehabt, ich habe da nicht drauf rumgehämmert, sondern ich habe den Ton beim Verklingen gelauscht. Und auch dieses mechanische Element sozusagen, was ich nie so empfunden habe, sondern die Taste wie eine Verlängerung meiner Fingerspitze zu empfinden. Mhm. Ja? Und damit fast eine Verlängerung meines Gefühls. Und der eigenen Seele. Der eigenen Seele und der eigenen Gedanken, ja? Als wäre es eine Einheit, ja? Die man mit dem Klavier eingeht, als wäre man sozusagen ohne das Klavier unvollständig, weil man erst durch das Klavier diese Verlängerung erhält und dann ist es wie ein Kreislauf sozusagen auch, der durch einen hindurchfließt. Das macht nämlich der große Unterschied zwischen Menschen, die gerne Klavier spielen möchten und die viel, viel, viel üben müssen und zwischen denen, die dafür gemacht sind. Ja, also ich habe auch viel Zeit am Klavier verbracht, wobei es war nie Zwang, das muss ich auch sagen. Es war auch in der Kindheit schon so, dass ich oft, wenn ich mit anderen Kindern draußen gespielt habe, und das war auch alles sehr schön, ich bin ja da auf dem Land wunderbar aufgewachsen. Und dann habe ich aber oft gedacht, ja, das macht jetzt Spaß, aber jetzt an der Beethoven-Sonate weiterzuarbeiten, das wäre jetzt noch schöner. Und das waren tatsächlich dann oft... Aber das macht sie wirklich besonders. Ja, das ist ja doch etwas, das nicht jedem Kind widerfährt. Ne? Und ich glaube, da zeigt sich... Ich glaube ja daran, dass man Potenzial und Fähigkeiten hat, mit denen man geboren wird. Und ich glaube schon, dass man sehr viel lernen kann. Ja. Aber wenn man für etwas gemacht ist, dann ergibt es sich leicht und automatisch und ohne, dass jemand kommt und sagt, du musst jetzt üben und du musst. Ja? Sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und deswegen, ich will auch den Aspekt der Arbeit nie schmälern, der Disziplin, der Arbeit, das ist richtig. Trotzdem sage ich immer, Arbeit kann nur dann zu einem wirklichen Gewinn führen, wenn sie eigentlich wirklich von innen geliebt wird. Ja, und wenn sie eben nicht, oft ist ja gerade in Deutschland Arbeit so ein negativ besetzter Begriff, dass sie etwas ist, was getan werden muss, damit man dann die Freizeit genießen kann. Ja. Und bei mir ist es natürlich, das ist dann auch fast wieder die Krux dabei, es war immer eine Einheit. Ja. Es war immer, die Arbeit, die ich mache, bin ja ich. Genau. Ja.
Und es ist mir ein... Das verstehen aber viele Menschen nicht. Ne? Ja. Also mir geht es ähnlich in meinem Bereich der Arbeit, aber viele Menschen verstehen gar nicht, dass es gar nicht mehr zu trennen ist. Mhm. Und dass, wenn man von der Kunst spricht, die man beherrscht, dass man das automatisch selbst ist. Und ich glaube, dass man sogar sollte man mal Defizite in der Zeit haben, ist es automatisch das Selbst, das die Themen hat oder weshalb man nicht gesund ist oder weshalb da etwas nicht so ein Fluss ist. Und das wird immer stärker, dieser wirklich persönliche Aspekt. In der Kindheit, in der Jugend hat das noch etwas Abstrakteres. Mhm. Ja, da ist das, man spielt den Beethoven, es wird immer mehr, je älter man wird, so, dass man tatsächlich es selber ist, was man macht, ja, und dass es mit allem, was im Leben passiert, zu tun hat, ja, und dass es eine immer extremere Ausdrucksform meiner selbst wird, also auch wenn ich Beethoven spiele, auch und vor allem, wenn ich Bach spiele oder Schubert, das ist eben nicht so, dass man dann sagt, ja, ich tüftel jetzt an einer Interpretation, die mustergültig ist, die werksgetreu ist, was auch immer das sein soll, ja, sondern es ist und immer mehr Ausdruck meiner selbst und es fängt an, irgendwann auch so zu sein, dass Musik mich nur noch interessiert, ich das Gefühl habe, die ist eigentlich, die hat etwas mit meinem Leben im Moment gerade zu tun. Ja. Und dann natürlich, es verschmilzt, wenn man sich dann auch noch selber, ich habe jetzt seit ein paar Jahren angefangen, mir auch, dass Musik so in mir klingt, die ich dann aufschreibe, dass ich ein bisschen anfange zu komponieren, dann wird das natürlich noch stärker, dass es zu einer Einheit wird. Ja. Mhm. Gibt es so einen, von dem Sie sagen, ja, Dvorak oder Gustav Mahler oder Strauss, oder gibt es jemanden, wo Sie sagen, das passt sehr, sehr intensiv zu mir? Oder? Ja, also die Sie genannt haben, das sind immer so Komponisten, die haben in so eine Schwere. Die haben, ja, die haben immer in einer bestimmten Lebensphase ganz stark mit einem zu tun. Ja? Und zum Beispiel hat doch fast jeder, der Musik liebt, auch mal eine sehr intensive Malerphase. Ja? Ja. Das ist einfach, und die lässt einen nie los. Mhm. Ja, ist das okay. Ja, die kommt immer wieder so in Wellen. Ja? Und auch wenn man sich eigentlich schon davon fast losgesagt hat, dann kommt die trotzdem immer wieder. Und das ist Musik, die hat immer in bestimmten Momenten mit einem zu tun. Maler ist immer dann, wenn man so ein bisschen fragil ist. Wenn man, so ein bisschen wie in der Literatur Hesse, ne? Würde ganz man genau. Fast vergleichen können. Ich sehe, wir haben da die gleichen Vorlieben. Das ist dann, das trifft einen dann ins Mark. Ja, aber das passt, also wenn das dann raus muss, jedenfalls, darf das auch dann sein. Das muss dann auch sein. Das ist dann auch wie ein Katalysator, eine Befreiung von Gefühlen. Das trifft einen dann wirklich ins Mark, wenn man nach vielen Jahren mal wieder Narziss und Goldmund sich vornimmt. Ja, genau. Und, oder bei mir auch manchmal die Russen mit Dostojewski und sich dann da auch mal die Augen ausheult an bestimmten Stellen. Das ist einfach auch das, was Kunst uns Gutes tun kann. Ja, mir hat man in einer, also ich lag auf der Intensivstation, mir hat man in einer sehr schlechten körperlichen Verfassung die Alpensinfonie. Das war eine es war eine ganz faszinierende Geschichte. Es war eine Live-Übertragung in Köln und ich lag auch in Köln in der Klinik und da hat man mir das zu hören gegeben und ich behaupte, es hat mich ins Leben zurückgeholt. Und faszinierend war das tatsächlich, ich habe eben von meiner Freundin gesprochen, die war Konzertmeisterin, die hat das an dem Abend gespielt und wir haben uns 15 Jahre später kennengelernt und haben darüber gesprochen. Und sagte ich, sag mal, was hast du an dem Abend getan? Wir haben das recherchiert und sie hat gespielt. Berührt mich, also berührt mich heute noch sehr. Ja, genau. Das ist sehr bewegend, aber das... Wie das manchmal so zusammenkommen darf, ja. Und was es auch für eine Bedeutung haben darf. Alpensinfonie ist und bleibt dann natürlich, wenn es in meinem Leben turbulent zugeht, höre. Aber es ist nicht nur das Hören, es sind eben auch die Bilder. Wenn man einfach mal so beim Erschaffen dieser Bilder bleibt, Alpensinfonie bedeutet für mich eben auch, dass die Musik ausdrückt, dass das Leben eben nicht so leicht ist. Die Alpen sind rau und hart. Sie sind eben nicht nur romantisch, aber auch. Und diese Dualität darzustellen, das fasziniert mich. Und da war eben viel mehr dahinter. Und das ist das, was mich eben bei Ihnen, ohne Fishing by Compliments machen zu wollen, sondern wirklich, was mich da bewegt hat, wenn man diese Gefühle hat und sie dann auch wirklich
eins werden lässt mit dem Instrument, dann ist man dabei, oder? Ja, das schön, dass Sie das sagen. Aber die Romantik, wo Sie das gerade sagten, hat ja eben auch immer mit Gefahr zu tun. Ja? Die Romantik ist ja gar nichts, was man jetzt so in ein hübsches Bildchen verpackt, sondern die Romantik ist ja auch das Lockende, ja? Das Gefährliche, das, da, wo eben die Sicherheit auch oftmals aufhört, beginnt der Raum, wo Romantik ja, genau. aufsteht. Und Liebe, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Und genau, die Liebe ist ja das Gefährlichste im Leben. Ja, in der Tat, ja. Deswegen ist es, da gibt es natürlich eine starke Verknüpfung. Und auch die Alpen sind ein schönes Bild für, weil die Alpen werden ja jetzt auch ganz oft ja, so dem Massentourismus zugänglich gemacht. Und ich war neulich mal mit meiner Familie, mit meinem kleinen Sohn, da oben auf diesem Alpspix. Und ich war so eigentlich schockiert, weil man wird da hochgeschossen auf eine sehr große Höhe, auf die Zugspitze. Ja. Und auf 2000 Meter Höhe und befindet sich eigentlich in einem Raum, der gar nicht für Menschen gemacht ist. Mhm. Ja, der auch das, und, aber die Menschen um einen herum, die spüren das gar nicht. Mhm. Einfach so und schnell. Ja, genau. Ganz schnell. Also ich wurde erstmal natürlich wahnsinnig höhenkrank, weil ich ja sehr empfindlich bin. Es ist viel zu schnell, wie man da hochgeschossen wird. Und bin da oben rumgetorkelt. Ich bin fast da den nächsten Abhang runtergestürzt. Und die Leute werden da hochgebracht und denken, das ist alles ein großes Unterhaltungsland. Ja? Und dabei ist es ein Raum, ein Ort, der ist überhaupt nicht für den Menschen gemacht. Der ist ihm vielleicht zugänglich, aber nur eigentlich unter Entbehrungen ja, zugänglich. Ja? Und nur mit der Gewissheit, dass man sich in einem gefährlichen Raum auch aufhält. Ja? Genau. Und das wird so genommen, ja, es wird alles so, es soll alles für jeden zugänglich sein und man verliert, viele Menschen verlieren einfach dann auch das Sensorium dafür, dass es Räume gibt, die brauchen eben auch unsere Achtsamkeit, ja, und ein Bewusstsein dafür, dass wir Gast sind, ja, an einem solchen Ort zum Beispiel, ja, und uns auch entsprechend zu verhalten haben. Zu verhalten haben, ja. Genau, ja. Das ist eben ein sehr interessanter, also wirklich ein sehr interessanter Übertrag zur Musik. Wenn wir mal so zu unseren Kindern gehen, also Peter und der Wolf spielt bei uns eine große Rolle. Ist das bei Ihnen auch so? Noch nicht. Mal gucken. Wie alt sind Ihre Kinder, wenn ich fragen darf? Ich habe einen Sohn, der ist 5 Jahre alt. Und, Ja. Und das ist mit der klassischen Musik, muss ich natürlich sagen, vielleicht ein bisschen ambivalent bei ihm. Ja, weil, das ist faszinierend. Ich habe 2 Kinder, die eine ist 9, der andere 5. Die 9-Jährige konnte mit 5 Jahren überhaupt nichts damit anfangen. Der Kleine hingegen liebt Peter und der Wolf und wir hören das fast jeden Morgen. Ja. Und er erzählt seine Geschichten zu diesen Bildern. Und ich versuche natürlich versuche ich Klassik in unserem Leben leben zu lassen, weil es natürlich auch für mich ganz persönlich eine spezielle Bedeutung hatte. Ich war Klarinettistin, allerdings keine sehr gute und auch keine begnadete. Ich habe sehr viel dafür tun müssen, um erste Klarinette spielen zu dürfen und. Ne? Ja. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, dass das Ausmaß zu groß ist, was ich an Invest tätigen muss und dass ich dafür nicht geboren bin. Bedauerlich, ich habe das sehr, sehr geliebt, gar keine Frage. Und daher auch so der Bezug natürlich nochmal zu dieser Musik. Und lieben Sie es, mit Orchester zu spielen? Oder sagen Sie, ich bin der Solist, lasst mich an meinem Instrument? Ja, das ist ja eine ganz interessante Sache. Man bleibt ja Solist, auch mit dem Orchester. Ja? Und man würde sich manchmal wünschen, mehr Verbindung mit den Leuten zu haben, die im Orchester spielen. Und auch fast einer von ihnen zu werden. Mhm. Ja? Und das ist aber oft sehr schwierig, weil man wird natürlich auch für die Orchesterspieler als Solist dann angesehen, der eben für ein paar Tage kommt, bei 2 Proben dabei ist und noch bei der Generalprobe. Und eigentlich noch nicht mal direkt kommuniziert mit dem Orchester, was auch wahnsinnig schade oft ist, weil das sich natürlich der Dirigent vorbehält in seiner Domäne. Mhm. Alles, was der Solist hat, man sagt es dann dem Dirigenten, der sagt es dem Orchester. Mhm, okay. Die Stimmführer geben es weiter sozusagen. eine sehr hierarchische Ebene, was notwendig ist, aber oft auch schade, dass man da sich oft mehr wünschen würde, einer von denen zu sein, mit denen man zusammen musiziert. Ja? Und wenn man das aber jetzt so aussprechen würde, würde es auch als zu Anbietern drüber kommen. Dann würde es wieder heißen, ach ja, der gibt sich jetzt hier so.
Und das kommt dann auch nicht, an. Ich spiele gerne mit Orchester, aber am liebsten allein. Ja, ne? Am liebsten allein, aber eben nicht so aus so einer Hybris heraus, sondern weil dann bin ich tatsächlich, dann bin ich frei. Es macht mich auch oft nervöser, mit Orchester zu spielen, weil man sich natürlich in so einem Klavierkonzert auch in einem ziemlichen Korsett befindet. Mhm. Und mir ist es tatsächlich einmal passiert, bringen Sie mich mal dazu, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte mal ein Konzert mit einem Orchester in Stuttgart, sehr berühmtes Orchester, und auch mit einem berühmten Dirigenten. Und es waren zwei Konzerte. Vor dem zweiten Konzert hat er mich in seine Garderobe gebeten, stand er da im Unterhemd und hat dann gesagt, ja, ich finde es wunderschön, wie Sie musizieren, Sie sind ein wahrer Musiker und ich möchte gerne mehr mit Ihnen arbeiten. Und also es war alles perfekt. Ja, Maestro freut mich und jetzt gehen wir gleich auf die Bühne und spielen unser Mozart zum zweiten Mal. Und ich hatte aber so gleich am Anfang des Konzerts einen völligen Blackout auf der Bühne. Und habe dann, weil ich auch glücklicherweise durch meinen ersten Klavierlehrer, von dem ich eben erzählt habe, mit dem Improvisieren sehr früh in Berührung kam. Ich spiele dann schon weiter. Ich wusste zwar nicht, in welcher Tonart wir waren. Ich habe immer versucht, das verzweifelt im Orchester abzulauschen. Aber die spielen ja bei Mozart immer nur einen Akkord, dann geht da nichts. Und dann spielt man da und spielt und man denkt eigentlich, dass der Boden sich auftun solle und einen verschlucken. Es sind fürchterliche Momente, muss man wirklich sagen. Naja, und irgendwann kam ich wieder rein und war so erleichtert, dass ich bei der nächsten Abbiegung wieder falsch abgebogen bin und wieder diese Situation passierte. Jedenfalls hat er mich, dieser Dirigent, nach dem Konzert keines Blickes mehr gewürdigt. Und so, Orchester ist schon mehr Druck. Also da muss man sehr, sehr gut funktionieren. Da darf man keine falsche Abzweigung nehmen. Und es ist schon sehr reizvoll auch. Ich mache es natürlich auch gerne. Aber das sind doch diese Erfahrungen, von denen wir ganz zu Anfang gesprochen haben, die machen was mit uns. Ne? Die bleiben doch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Und also es ist eben so, dass in meiner Arbeit habe ich mit deinen verschiedenen Spitzenmusikern zu tun, die ab einem gewissen Alter, ich nenne jetzt einfach mal ein Alter, so 2, 43, scheint das langsam zu beginnen, wo es zu körperlichen Schwierigkeiten kommt. Also jetzt nicht bei Ihnen, aber ob Geige oder Trompete oder, dass es zu körperlichen Schwierigkeiten kommt. Aber ich habe den Eindruck, dass es keine körperliche Schwierigkeit ist. Sicherlich wird es mit Osteopathen etc. behandelt. Das ist so eine mentale Schwierigkeit, die plötzlich einsetzt und dass das nicht mehr, die Triller nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und dass diese, ja, es ist tatsächlich, ich bin ja jetzt noch vor meinem 40. Aber es ist genau diese Zeit, wo das beginnt, so Ende 30, Anfang 40. Und es manifestiert sich dann oft so mit Mitte 40. Es betrifft Orchesterspieler, die dann auf einmal den Druck nicht mehr standhalten, die unter einem enormen Druck stehen im Übrigen. Also wenn man dieser Konkurrenzdruck ist riesig. Also den kennen Sie ja dann auch. Also der oder im Orchester selber, wenn man in guten Positionen funktioniert, dass natürlich gerne die Position abgerungen wird. Auch das ist ein Thema unter Musikern. Man muss funktionieren. Ja. Man muss, wenn dann das Solo kommt, gerade bei den Bläsern, es muss präzise auf den Punkt sein, wenn wir an so Albtraumstellen denken wie Vierte Bruckner, die Streicher spielen so ein ganz hauchzartes Tremolo, es ist so ein Klang, den man eher spürt, als den hört, wenn er gut gemacht ist, weil er so leise ist, dass es fließt durch einen durch und man kann den Klang gar nicht greifen. Ja? Und dann muss das Horn einsetzen auf einem relativ hohen Ton. Ja? Und dieser Ton, und das ist passiert den berühmtesten Leuten, wenn dieser Ton einfach misslingt, getroffen wird. Ja, das ist ein Albtraum. Weil in dem Moment ist eigentlich, geht die Magie fast im Gelächter unter. Ja, und das meine ich. Und denen das passiert ist, das ist ein Riesenthema ab dann. Ne? Das ist wie bei den Fußballern, nur die hören dann früher auf. Ja, oder schaffen es, wie Sebastian Schweinsteiger es geschafft hat, nochmal ein Go zu geben und zu sagen, ich mache es jetzt nochmal neu. Aber von denen, das gelingt den wenigsten. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist tatsächlich, wir sprachen ja zu Anfang schon drüber, der Druck nimmt ja zu. Mhm. Die Mechanismen, mit denen man ihm begegnet, werden aber auch besser. Mhm. Man befindet sich da immer in einem Wechselspiel. Und im Endeffekt hilft mir in letzter Zeit die Erkenntnis, nach einer intensiven Vorbereitung hinausgehen und wirklich nach Möglichkeit loslassen und nicht mehr mit sich selber sprechen. Mhm. Also der größte Feind beim Spielen und beim in sich selbst sein ist ja das Sprachzentrum. Ja? Denn das Sprachzentrum ist das, was unsere
Gedanken in Worte umformt. Ja? Und es wird immer, wenn man spielt und sich das Sprachzentrum einschaltet, wird es immer Dinge sagen, wie weißt du überhaupt, was jetzt kommt? Und solche anderen aufbauenden Dinge. Also das muss man versuchen auszuschalten. Es ist eigentlich, das sagen ja auch die Philosophen, der am schwersten zu erreichende Moment, nur noch zu sein. Ich glaube, da ist es manchmal ganz sinnig. Ich praktiziere ganz gerne die Zen-Meditation, also wirklich die Fähigkeit, lange Zeit nichts zu denken. Ja. Und das ist sehr, sehr wertvoll, genau in solchen Momenten. Ja. Und ich hatte im letzten Jahr so meine ersten größeren Auftritte vor 1000 oder 2000 Menschen. Und das war genau jene Hürde und auch jener Test, zu sagen, bist du in der Lage, diesen Geist so klar zu halten, dass all diese Ego-Ambivalenzen, die ach, schaffst du sowieso nicht und wirst du und das könnte auszuschalten. Genau. Ja. Ist es bei Ihnen wie bei mir, wenn ich das auf so ein bisschen achtsam in den Vergleich stellen darf. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, 20-30% an meiner Konzentrationsfähigkeit doch zu verlieren. Also die ich zu Hause bin oder die ich ohne diesen, nennen wir es mal, doch auch Stress bin, oder sind Sie zu 100% in der Konzentrations- und Schaffenskraft? Naja, es gibt immer den Moment am Anfang, wo man die erstmal herstellen muss. Die Konzentration und wo man auch erstmal über den Augenblick hinweg muss, wo das Konzert beginnt. Das ist ja immer wieder auch das Faszinierende an der Musik. Es ist ja nichts da, wenn man beginnt. Gar nichts. Mhm. Ja? Und auch das. Diese Stille, das ist schon. Auch das, was vorher gewesen ist, nützt einem überhaupt nichts mehr. Und das ist auch der Druck, wenn man eine CD-Aufnahme macht. Man kommt ins Studio, man weiß, ich habe jetzt 3 Tage. Und beginn mit der ersten Note. Und eine CD hat im Endeffekt 60 Minuten Musik. Das sind also sehr, sehr viel mehr Minuten Musik, die erstmal produziert werden muss, weil man ja dann immer noch aus den besten Takes auswählen möchte, die man für die CD dann eben benutzt. Und man beginnt eigentlich erstmal mit diesem Gefühl, es ist nichts da. Mhm. Ja, und ich muss alles erst aufbauen und beginnen. Und das ist auch schon ein Gedanke, der ist eigentlich falsch, weil der setzt einen massiv unter Druck, dass man jetzt anfangen muss, wie Sisyphus diesen Berg immer wieder raufzugehen. Und es ist ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Sondern man muss eigentlich auch da gleich im Moment sein. Wenn, in dem Augenblick, in dem man spielt, ja, in der Passage, in der man sich befindet, in die abtauchen, ohne zu wissen, ja, ich muss aber noch das Stück und das Stück und das Stück auch noch aufnehmen und hoffentlich sind wir gut im Zeitplan und hoffentlich passt das alles und hoffentlich erkälte ich mich nicht und hoffentlich bin ich guter Stimmung. Das ist auch eine Achterbahnfahrt der Stimmung, gerade in so einer Aufnahmesitzung. Die Leute, die da eng mit einem zu tun haben, die kennen einen besser als jeder sonst, weil die erleben einen tatsächlich von allen Seiten. Und deswegen, das bringt alles nichts, sich zu sehr dem Moment zu vergegenwärtigen. Ich habe irgendwann gemerkt, früher dachte ich immer, wenn ich ein Konzert gespielt habe, wenn das Konzert vorbei ist und es war ein Erfolg, dann kannst du aufatmen, dann kannst du glücklich sein, dann kannst du zufrieden sein. Dann habe ich aber schon als Kind festgestellt, dass man nach einem Konzert überhaupt nicht glücklich ist. Nach einem Konzert ist man erschöpft und leer. Und alleine. Also diese Einsamkeit. Man ist deswegen einsam, weil man nicht darüber sprechen kann. Mhm, ja, das ist genau. Also war als Kind schon so. Ich konnte schon demjenigen meiner Eltern, die zu Hause geblieben sind, nicht erzählen, wie das jetzt war, weil mir fehlten dann, der Mund war wie zugeklebt. Ich konnte nicht darüber dann mehr sprechen. Das geht mir bis heute so. Ich kann nicht über ein Konzert sprechen. Weil das ja auch so groß ist, dass es schon fast sich. Also, jedes Wort, das man anwendet, macht es ja kleiner. Man ist, man ist berauscht, im besten Fall nach dem Konzert. Man ist in dem Augenblick glücklich. Man ist voller Glücks. Und dann Endorphine. Kommt man irgendwann aufs Hotelzimmer und dann denke ich mir, so und jetzt? Ja, und dann ist man leer. Und das ist aber auch nicht schlimm, wenn man irgendwann versteht, dass es eben so ist. Dass es so ist. Und ich liebe inzwischen den Erschöpfungszustand des nächsten Tages. Mhm. Ja, weil ich verstanden habe, wenn man erschöpft ist, muss man erschöpft sein dürfen. Ja. Ja? Und da darf man sich gar nicht. Das hat auch so was Entspanntes. Ne? Absolut. Dann kann man, ist ja nicht, dass man da gar nichts machen kann, aber man kann nichts machen, wo man sich sehr konzentrieren muss. Man kann so ein bisschen rumstöbern. Mhm. Man kann in den Noten gucken. Ja. Aber man kann nicht sich ans Klavier setzen und das neue Stück einstudieren. Mhm. Das kann man dann nicht. Mhm. Und das darf man dann auch nicht. Mhm. Ja? Man muss dem Geist auch Raum geben, sich wieder
zu regenerieren tatsächlich. Ja. Wieder zu erholen, ja. Und das ist einfach auch, das habe ich dann irgendwann begriffen, dass es eben nicht so ist, dass wenn es geschafft ist, dann ist man glücklich. Nein, der Moment, wo man es macht, wo man vor dem Publikum sitzt, wo man in die Musik versinkt, das ist der Moment, um den es geht. Mhm. Das ist der glücklich macht, der und der ist eben nur ein Moment. Ja, also ich glaube, wenn wir von Glück sprechen, die Menschen glauben mir immer, dass Glück bedeutet, das über lange Phrasen hin, über Wochen hinweg zu haben. Ja? Und es ist dieser Moment, um den es tatsächlich geht. Ja? Grundsätzlich ist anzustreben im Leben eine Grundzufriedenheit. Mhm. Und mehr kann man ja gar nicht erreichen. Und dann Momente des Glücks. Obgleich schon die Bühne ein Suchtpotenzial bietet, das darf man schon sagen. Ne? Diese Endorphine, die ausgeschüttet sind, sind ja riesengroß. Also wenn ich das so einmal so mit mir vergleiche, ich hatte eben jeden Moment in meinem Bereich auf der Bühne und ich hätte in der Garderobe aus dem Fenster springen können, im bildlichen Sinne, und dachte, ich könnte fliegen. Ja? Es ist ein Geisteszustand, den man ja nicht beschreiben kann, wenn man ihn noch nicht erlebt hat. Mhm. Und es ist schon so, dass ich an diesen Abenden manchmal wie so ein Tiger dann im Hotelzimmer mich bewege und denke, da muss man wirklich lernen, mit umzugehen. Mhm. Und ich glaube, manche versagen darin mit Alkohol oder Frauen, in Anführungszeichen, oder anderen Möglichkeiten. Mhm. Und dieses Lassen, wie es ist, das ist echt auch eine Kunst. Und somit ist schon, also Licht und Schatten liegen schon sehr dicht beieinander. Ne? Und das erlebt man gerade in diesen intensiven Prozessen mehr als Menschen, die doch eine wellenfreiere Lebensweise haben, eine emotionale. Man ist ja dann tatsächlich oft sehr emotional auch. Ja, wenn man wirklich in Konzerten, wo einen die Musik dann auch selber doch sehr berührt hat. Ja. Ja, gerade wenn ich Schubert spiele zum Beispiel, geht mir das oft so. Weil Schubert so ein Komponist ist, den kann ich nicht gestalten. Ich kann bei Schubert nicht sagen, die Phrase spiele ich so. Ich kann ihn nicht vorher festlegen. Mhm. Wenn man Schubert so spielt, klingt er wie schlechter Beethoven. Das ist tatsächlich ein ganz merkwürdiger Effekt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass deswegen hat mich Schubert vielleicht noch nie so berührt. Man muss bei Schubert vertrauen und einfach hineinfallen. Ja? Und gucken, was das Werk an dem Abend mit einem macht. Und das kann ganz wirklich... manchmal geht einem das an die Substanz, auch während man spielt. Ja? Und dann ist es eben auch wieder diese Ambivalenz. Zwar ist man noch der spielt, der gestaltet, ja? Aber man ist auch der, mit dem das gerade etwas macht. Mhm. Ja? Und da ist man manchmal in Situationen, da liegt die Seele wirklich sehr, sehr offen. Auch manchmal für Menschen, die das spüren, viele spüren das auch nicht im Publikum. Aber die das empfinden, die merken das dann auch. Mhm. Und dann ist man natürlich auch hinterher, ja, dann ist man schon in einem labilen emotionalen Zustand. Aber am besten ist spazieren gehen mit dem Hund danach. Ja, also ich empfinde halt dabei, das ist vielleicht meine Wortwahl, vielleicht nicht ganz so ihre, aber es ist so eine tiefe Liebe, die ich dort erfahren darf. Und diese Liebe, die öffnet sowas in einem. Mhm. Und dann ist man so, ich sag mal, wenn man in die Sauna geht, lernt man es schwitzen. Und wenn man diese Emotionalität so öffnet, dann sind die Poren so offen, dass ich lange Zeit auch danach viel schneller weinen kann, viel schneller lachen kann. Und dann eben, was Sie auch vorhin beschrieben haben mit der Zugspitze, dann spürt man das eben auch. Man ist viel spüriger in der Welt unterwegs und achtsamer. Aber auch so sensibel zu sein bedeutet, man kriegt halt unglaublich viel mit von dieser Welt. Mm. Und dann ist es bei mir manchmal so, dass, auch das tut mir manchmal weh, das ist so ähnlich wie das Unterbrechen in der Musik, dann sind mir Menschen auch manchmal zu viel. Ja. Und wenn das viele Reden zu viel oder Smalltalk sowieso, dann kann es sich genauso anfühlen wie dieses Unterbrechen in der Musik, dass mir das zu viel ist im Geiste. Ja, ja, die Seele ist dann sehr, kann dann sehr geöffnet sein, das ist richtig. Man hat sich dann sehr den Panzer, der die Seele ja, wie man das ja so sagt, die Schutzmechanismen der Psyche, die hat man dann ein bisschen... geöffnet, ja, die Schleusen, die ja auch ihren Grund und ihren Sinn haben. Und das kann etwas wunderbar sein, weil man tatsächlich aufnahmefähiger ist. Man spürt mehr, ja, alles eigentlich. Man hat das Gefühl, dass die Filter, die sonst eingebaut sind, die sind dann weniger. Ja, ja, genau. Ja. Sind Sie auf liebevolle Menschen angewiesen in Ihrem Umfeld? Ich würde das von mir behaupten. Ja, tatsächlich. Ja, sicher. Also gerade dann, wenn man so sensitiv ist. Ja, ja, vor allem auch verständnisvolle Menschen. Ja, das genau. Das ist eigentlich das Entscheidende, die einem dann gar nicht, ja, dass die der Partner, mit dem man lebt,
denn lassen können. Ja, einen auch lassen können, so wie man ist. Dann auch sagen, der ist dann, auch wenn man, man muss auch nicht immer alles verstehen, was im Partner vorgeht. Nee, ja? Genau. Man muss auch nicht immer über alles reden. Ja? Man muss auch nicht wirklich immer ein Fass aufmachen. Der ist dann eben einfach auch mal so. Und also mein Mann sagt, das ist gar nicht so leicht manchmal so für ihn. Ne? Also er sagt, du sitzt dann so beim Abendessen und bist so in deiner Welt. Und ich sag mal, für den Partner, der mit jemandem zusammenlebt, der sich da manchmal ungewöhnlicher verhält, ist das ja immer schwieriger, als für den, der sich ungewöhnlich verhält. Ja, das stimmt. Ja. Und insofern ist das nachvollziehbar. Kann man sehr dankbar sein, einen Partner gefunden haben, der einen wirklich... Der ja, dann vielleicht auch sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, warum, aber ist jetzt eben. Ist jetzt so. Eben gerade so. Oder genau. Auch wenn ich dann an meine Noten schreibe, im Moment schreibe ich viele Arien von Händel um, die mich sehr bewegen, dass ich sie auf dem Klavier spielen kann. Und dann sitze ich da und schreibe meine Noten. Und man blickt auf und sieht die Uhr und es ist wieder eine Stunde vergangen. Mhm. Und man hat es überhaupt nicht mitbekommen, dass eine Stunde vergangen ist. Und das sind Momente, die sind natürlich total beglückend, weil man völlig in sich ist, ja, und einer Tätigkeit nachgeht, die einen in einen Flow-Zustand bringt, ja, die einen gerade eben nicht überfordert, aber permanent herausfordert. Und das ist dann sicherlich für einen Partner manchmal schwierig, wenn man dann so weg ist, so abgetaucht. Man ist dann zwar physisch anwesend, aber eigentlich spürt der Partner auch, dass das gerade irgendwie nichts ankommt. Ja, weil man, das Gehirn hat nur eine bestimmte Kapazität. Und auch das Herz. Man ist schon dann in seiner eigenen Welt. Genau, so ist es. Das ist schon so. Aber das bedeutet ja nichts, dass an der Basic-Liebe etwas stattfindet, diese Freiheit braucht es dann auf jeden Fall. Kommen wir nochmal so musikalisch zurück. Till Brönner zum Beispiel ist in seiner Szene ein sehr umstrittener Musiker, wo man sagt, Mensch, eine ganz spezielle Ausdrucksform, ein ganz spezielles Sein. Ich schätze ihn sehr in seinem Genre und seiner Ausdrucksform. Wie würden Sie sich beschreiben? Ja, das ist immer schwierig. Wobei man sich da natürlich auch immer mehr Gedanken drüber macht, was man eigentlich ist und für was man eigentlich wahrgenommen wird. Ja, weil es ist ja... Als Kind ist das ja alles so selbstverständlich. Man spielt die Musik, man kriegt dafür Applaus. Die stand dann in der Zeitung ganz früh schon, der kleine Mozart aus Gackenbach und so. Und es ist ja eh klar, dass man Beethoven spielt, so nach dem Motto. Und dass das und irgendwann, wenn man, ich sage jetzt mal, mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man ja, dass es eben ja eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass sich die Welt um Beethoven dreht oder um die Frage, wie man Musik schreiben und gestalten kann. Und dann denkt man schon auch manchmal darüber nach, ja, was sehen die Leute eigentlich in einem oder wofür steht man eigentlich, aber kommt da nicht wirklich zu einem, Gott sei Dank nicht zu einer Antwort. Ich habe mich mal mit einer älteren ostdeutschen Schauspielerin darüber unterhalten und die sagte dann auch, ja, das ist ja die größte Gefahr, dass man weiß, wofür die Leute einen mögen. Mhm. Weil dann wird man ja anfangen zu versuchen, sich selber zu reproduzieren. Und in dem Moment ist das ja schon fatal. Ja? Man muss ja eigentlich immer wirklich aus dem Inneren heraus etwas machen und dann im besten Fall hoffen, dass es auch Zustimmung findet. Wie kommt man denn in der Musikszene dazu? Also ich war da sehr überrascht, als man gerade jetzt Till Brönner sehr, sehr angegriffen hat und gesagt hat, das ist so ein, er bildet ein eigenes Genre und das ist nicht stimmig. Und wie kommt man dazu, in der Musikszene solche Diskussionen aufwerfen zu lassen? Es ist doch eine Ausdrucksform, die so individuell ist, wie der Fingerabdruck, oder nicht? So ist es und ich unterschreibe das, aber die Musikszene ist oft auch sehr kleinkariert. Das muss man sehen. Und die Musik ist das größte, universellste Ausdrucksmittel, was jeden Menschen erreichen kann, weil man eben keine Worte braucht. Ja. Ja. Aber die Musikszene ist oftmals eben eher etwas ein bisschen kleinkariert und neigt dazu, Dinge in Schubladen zu tun. Und wenn man da abweicht, dann ist das gleich irgendwie ein Sakrileg oder dann gehört er nicht mehr zu uns oder ist er nicht mehr dieser Schule zuzuordnen und so weiter und so fort. Die ganze Musikgeschichte wird so erzählt, nach Schulen, nach Strömungen. Und das ist an sich schon mal... Nach Vorbildern, ne? Die schon mal irgendwann mal... Genau. Und das ist an sich schon mal ein Grundmissverständnis an der ganzen Sache. Ja, das ist eigentlich, dass die großen Komponisten immer eine ganz individuelle Ausdrucksform gefunden haben und eben nicht in einer Strömung mitgeschwommen sind. Das kommt dann bis hin zu absurden Aussagen, dass Leute sagen, ja, wie hätte Mozart erst komponieren können, wäre er nicht diesen Zwängen unterlegen gewesen in seiner Zeit. Diese Aussage ist der größte Unsinn, denn Mozart konnte eben nur so komponieren,
weil er ja seine Musik komponiert hat. Ja? Er hat eben zutiefst aus sich heraus, in dieser Zeit aus sich geschöpft. Und alle großen Komponisten haben eben genau dies. Und, aber es ist heute eben auch so, es gibt dann diese Genres und wenn man, früher wurde es ja noch gesagt, wenn man Bach auf dem Klavier spielte, dann wurde man ja noch angefeindet, ja, von den Cembalo-Spielern, ja, weil das ist ja dann nicht möglich. Und jetzt, ich finde zum Beispiel, es ist sehr gut, dass wieder mehr geschaut wird, wie waren die Instrumente zu der Zeit, als die Musik geschrieben wurde. Mhm. Aber das sollte dann auch nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass man dann sagt, das ist dann falsch, wenn man jetzt ein anderes Instrument verwendet, ja. Es gibt das muss man immer so oder so betrachten. Und die Musikszene neigt immer leicht zum Radikalsein, was solche Dinge angeht, wenn man sich da eben nicht ganz stromlinienförmig verhält. Woher kommt das? Wahrscheinlich kommt es daher, dass man als Mensch immer versucht, Seilschaften zu knüpfen, ja? Mhm. Und sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, Clubs zu eröffnen. Ja, oder dass so eine kognitive Dissoziation stattfindet, ja, wo man wirklich sagt, das ist jetzt was ganz anderes, als ich mir vorstelle. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Ja, und es hat auch damit zu tun, dass man sich gerne in dem Gefühl gleichgesinnter Überlegenheit verschafft. Ja, dass man sagt, wir verstehen, wie es wirklich ist, und die verstehen es nicht. Ja, und das ist auch ein ganz großes Problem der klassischen Musik heute. Das sieht man ja auch an der modernen Klassik, dass sie einfach die Leute überhaupt nicht erreicht. Aber eben, es ist auch gar nicht soll, sondern sich abgrenzen soll davon, jeden Menschen zu erreichen. Und für mich ist große Musik immer die, die per se jeden Menschen erreichen kann. Mhm. Und es ist eigentlich schade, wenn man sagt, ich will nicht jeden Menschen erreichen mit meiner Musik, ich will nur den verständigen, klugen, intelligenten, gebildeten Menschen erreichen. Dann ist für mich schon etwas falsch. Dann geht es an der Sache vorbei. Aber da neigt eben die Musikszene auch sehr oft zu, solche Einheiten zu bilden. Mir fällt das schwer. Diese moderne Klassik und diese, da sitze ich manchmal so im Konzert und denke, ich müsste jetzt so tun, als ob ich es wirklich gut finde. Aber es macht in meinem Herzen gar nicht. Das ist ja so ein Effekt, den man oft beobachtet, dass solche Werke dann oft sehr bejubelt werden, wo man genau merkt, das ist eigentlich sehr oberflächlich, der Jubel. Und die Leute. Das erinnert mich so ein klein bisschen an Harpe Kerkeling mal mit Hurz. Erinnern Sie sich daran? Grandios, Wo ich dachte, genau so fühle ich mich war dann. Das war eine grandiose, wollte sagen Überspitzung, aber eigentlich war es ja noch nicht mal das. War fast eine. Das erlebt man ja ganz oft. Darstellung dessen, die gar nicht satirisch überspitzt war. und dann genau dieses Gefühl, wir verstehen das und deswegen bejubeln wir uns selber als Publikum, weil wir zu denen gehören, die so etwas verstehen, und der Mob bleibt draußen, der versteht es nicht und davon lebt. Und davon sollte Musik nicht leben. Mhm. Musik sollte nie davon leben, dass man exkludiert, dass man sagt, nein, für dich ist das nichts, da muss man erst so und so viel gelesen, verstanden, begriffen haben, da muss man erst die Zwölftonmusik studiert haben. Für mich sowieso auch ein Missverständnis, diese verkopfte Herangehensweise der Zwölftonschule, das ist einfach, es ist ein interessanter Gedanke, die kann man ja mal machen, aber daraus eben ein Gesetz abzuleiten, gegen das dann auch wieder nicht verstoßen werden darf, sonst wird man verstoßen von dieser Schule. Aber das ist so, das ist wie eine Religion auch, ne? Das sind so enge Grenzen, wo ich sage, das nimmt so viel von der Kunst. Der Schumann, Robert Schumann hat genau aus dem Grund auch immer von den Pharisäern gesprochen, von den Schriftgelehrten, die eben die Schrift deuten und die für sich den Anspruch haben, dass sie die Einzigen sind, sie und ihresgleichen, die Schrift richtig deuten, richtig verstehen. Und genau dieser biblische Vergleich, der drängt sich dann in der Musik auf. Und deswegen sprach Schumann immer von den Pharisäern in der Musik. Das sind genau diese Leute, die meinen, sie haben allein die Weisheit gepachtet und sie haben den Deutungsanspruch auf etwas und die gar nicht mehr verstehen, dass sie angesichts der großen Musik auch sehr klein sind. Genau. Alle sehr klein sind. Dass jeder Komponist auch klein ist, weil die Musik ist etwas, was immer noch größer ist als jeder Komponist. Und länger besteht als die Menschen. Das darf man ja, also auf eine gewisse Art und Weise, der Ton und wo kommen wir her und wenn man das zurückverfolgt. Wenn man es so sieht, dann ist die Musik viel älter als der Mensch und ist im Menschen ganz tief drin und sie wird den Menschen überdauern und sie ist größer als wir alle. Ja, man hat, oder die NASA hat über 10-12 Jahre die Geräusche des Weltalls mal aufgenommen und ich habe mir das mal auf CD angehört und das war auch eine Form von Musik. Ich kann das nicht so in Worte fassen, aber es war so etwas natürlich wie Musik. Und das ist genau das, wo ich mich manchmal frage, wo kommt das her? Und rein physikalisch besteht man ja sogar daraus. Ja.
Das hat Bach eben auch schon versucht, in seiner Musik diese Ewigkeit darzustellen. Bei Bach spürt man ja, das auch. Man spürt es, dass da etwas Ungreifbares eben ist. Da soll etwas Ungreifbares sein, das, was das Große, was größer ist als wir. Kennt doch jeder Mensch das Gefühl, wenn man manchmal in den Sternenhimmel schaut und man kriegt so eine Gänsehaut. Ja, so unfassbar. Weil man sich auf einmal so ganz klein fühlt. Aber dann ist es auch schön, sich mal so klein zu fühlen. Man muss ja nicht immer groß sein und alles verstehen und alles. Auf einmal kann man sich auch mal wie ein Kind fühlen. Genau. Ganz klein angesichts dieser, ja, es ist eben unbegreiflich für uns. Unser Verstand ist so klein, wir können uns nicht mal Unendlichkeit vorstellen. Nein, und sich dann aber auch dann mal nicht mal so wichtig fühlen, wie man sich das immer so vor Augen hält und wie wesentlich man eigentlich für diese Welt ist, angeblich. Und, ja, genau. Und das ist manchmal so schön, Dinge ein bisschen von oben zu sehen und auch unser ganzes Streben und unser ganzes Abrackern und sich so sinnvoll fühlen und sich so bedeutsam fühlen dem, was man gerade tut. Und dann manchmal muss man doch auch einfach mal spunzeln darüber. Ja, ganz genau. Doch angesichts, ganz ein Freund von mir sagt immer, angesichts des Todes sowieso alles sinnlos. Ja. Oder auch das ist ja das Sicherste, was wir irgendwie innehaben, ne? Nämlich, dass wir von dieser Welt gehen im Sinne des Todes. Schreiben Sie selbst oder komponieren Sie selbst und haben Sie Ihre eigene Ausdrucksform schon mal so dargestellt oder passiert das so ganz selbst? Ja, ich habe in den letzten Jahren so einen Zyklus geschrieben, den habe ich dann auch genannt Hommage an Bach. Mhm. Den spiele ich jetzt öfter im Konzert und habe ihn auch auf CD aufgenommen. Und ich habe ihn zwar Hommage an Bach genannt, weil es sind 12 Stücke, die durch alle Tonarten wandern, eben aufsteigen wie im Vulnerabilen Klavier von Bach. Und es ist aber eine Hommage an die Musik, die ich liebe. Und es ist das erste Mal gewesen, dass ich das Gefühl hatte, meine eigene Musik so gefunden zu haben, meine eigene Musik auch ausdrücken zu können. Übrigens auch etwas sehr Schwieriges heutzutage, weil als klassischer Künstler hat man jemand zu sein, der die Musik von Bach, Schumann und Beethoven spielt. Mhm. Und nicht jemand zu sein, heute. Mhm. Früher war das ja anders. Und nicht jemand zu sein, der eigene Musik schreibt und spielt. Ja, das wird sofort dann auch wieder, wo sollen wir das jetzt hin sortieren? Das finde ich auch faszinierend. Warum das eigentlich entstanden ist, da habe ich auch keine Antwort zu gefunden. Aber faszinierend finde ich es schon. Denn wir brauchen doch auch nochmal eine neue Musik, wenn man das so sagen darf. Ich finde auch, wir brauchen neue Musik. Wir brauchen nämlich neue Musik, die Gesetze der Harmonie in sich trägt. Ja, und dieser jetzigen Zeit auch in sich trägt, so wie es das von damals ja auch getan hat. Ja, richtig, die den heutigen Menschen zeigt, aber Musik, die trotzdem verständlich ist, weil sie sich an Gesetzmäßigkeiten der Harmonie hält, mit ihnen spielt, aber irgendwo auf diesem Grunde steht. Mhm. Ja, wenn sie auf diesem Grund nicht steht, kann man ihr nicht folgen. Mhm. Ja, sie wird beliebig, weil man gar nicht auch mehr eine Erwartungshaltung haben kann, wie Sie es eben mal beschrieben haben. Was kommt als Nächstes? Was kommt als Nächstes? Und davon lebt ja Musik. Mhm. Sie lebt ja vom Spiel mit unserer Erwartungshaltung. Ja, der Sehnsucht. Und der Sehnsucht. Ja, wir lauschen, wir lauern auf das, was kommt. Ja, wir spüren vorweg. Mhm. Manchmal wird es erfüllt, manchmal wird damit gespielt, manchmal wird es enttäuscht. Ja. Ja, das ist aber das Spiel, was Musik spielt. Und eine Musik, die... Ich glaube schon, das ist, die Möglichkeiten sind ja unendlich geblieben, Musik zu schreiben. Und wenn ich Musik schreibe, ist das eigentlich mein Anspruch, die diese Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, für jeden hörbar ist und trotzdem neue Musik sein kann. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall diese Musik zu hören, Herr Stadtfeld. Es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.